Heute mache ich euer Case heute. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe wieder meine leitende Assistentin bei mir. Und ich zeige euch, wie ich meine selbstgemachte Zahnpasta seit ungefähr 4 Monaten benutze. Wir brauchen ganz viele Zutaten. Wir brauchen Kaisernatron. Bitte kein Backpulver von der berühmten Dr. Marke benutzen oder etc. Nur dieses Kaisernatron, weil man das als halben Hausmittel überall im Obstsalaten als Backpulver und auch zum Putzen benutzen kann. Das gibt es ganz günstig, so 2,50 Euro kostet so eine Packung in der Apotheke. Das kennt eigentlich jeder. Dann brauchen wir ein ätherisches Öl. Am besten fand ich bisher das Pfefferminzöl, habe ich auch aus der Apotheke besorgt. Dieses Mal war es 4,95 Euro. Ich weiß nicht warum, als ich das letzte Mal das Öl gekauft habe in der gleichen Apotheke, war es viel günstiger. Also schaut einfach, dass es ein gutes ätherisches Öl ist. Und bitte achtet darauf, dass es nicht in die Augen kommt, denn das tut sehr weh. Und ich spreche da auch aus Erfahrung. Dann habe ich so ein Döschen, da ich alleine wohne, benutze ich das Döschen ja also so nur für mich und pumpe da meine Zahnbürste dann immer rein, um die Zahnpasta dazu rauszunehmen. Und wenn ihr eine Großfamilie seid, dann könnt ihr entweder jeder seine eigene Dose haben oder ihr habt dann immer so ein Stäbchen da, wo jeder seine Zahnpasta dann auf die Zahnbürste portionieren kann. Ganz wichtig natürlich ist das gute Kokosöl, fraktioniertes Kokosöl. Dieses Öl habe ich von der Homepage, kannst du mal da bitte zoomen, die kann ich leider nicht aussprechen, aber da gibt es ganz, ganz tolle, zertifizierte, biologisch angebaute Öle und für die ganze Flasche, ja, 1 Liter Flasche habe ich nur 22 Euro mit Porto bezahlt und lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt an. Für mein Döschen brauche ich 3 Esslöffel Natron. Naja, eigentlich ist es egal, ich benutze jetzt die ganze Packung. Und man muss einfach auf die Konsistenz aufpassen. Also das sind ungefähr 3 Esslöffel Natron. Dann nehme ich 2,5 bis 3 Esslöffel von dem Öl. Das Öl sorgt dann auch dafür, dass es halt schön geschmeidig dann auf den Zähnen ist. Und natürlich für den Geschmack. Müller weiß auch so. Ein paar gute Tropfen. 15 bis 20 Tropfen von Pfefferminze. Hast du mitgezählt? Nein, ja. Doch ich. Ich stelle dich, glaube ich, alle vom Licht. Okay. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz. Da steht 0 Minuten, aber da steht immer noch Aufnahme. Ja, daher, diese Konsistenz ist gut, es wird noch dicker. Hallo, die Kamera bitte hier. So, meine Speicherkarte voll ist, diese Konsistenz ist super. Ihr könnt es natürlich ein bisschen dicker machen. Ich mag das, weil wenn es liegen bleibt, dann wird es sowieso ein bisschen dicker. Meine Zähne sind dadurch weißer geworden. Ich habe weniger Zahnbluten. Es ist wirklich super und antibakteriell. Also wir haben, also ich habe jetzt die Zahnpasta, die 3 Esslöffel Zahnpasta hier reingefüllt. Für mich passt es perfekt. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht und mir in den Kommentaren schreibt, wie es euch geschmeckt hat. Verfolgt mich virtuell nur überall auf Facebook, YouTube und Instagram. Auf Instagram heiße ich Queen Rowling. Ich freue mich auf eure Fotos. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, denn das gibt es bestimmt. Tschüss!